So, hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Ja, wir haben in der letzten Folge hier das ein bisschen vorbereitet. Hier so eine kleine Bierbar aufgemacht und hier einen Pick and Fly. Die beide machen relativ gute Erlöse mittlerweile und helfen uns dabei, unsere finanzielle Lage natürlich zu verbessern. Was wir jetzt machen müssen noch, ist wieder das zumachen, was eigentlich nicht offen sein hätte dürfen. Weil hier kommt jetzt eine Mauer rein, die wird zugemacht und dann können sie nur noch oben rumgehen. Denn hier soll ja immer noch das Paketgebiet reinkommen, oder das Paket. Das Gebiet, wo, wie soll ich sagen, wo halt einfach das Gepäck angenommen werden kann. Weil ich würde das gerne noch im Sicherheitsgebiet machen, das kann ich doch bestimmt auch machen, oder? Oder muss das dann schon wieder außerhalb sein? Gepäckausgabe hierhin zum Beispiel, scheint zu gehen. Es muss natürlich auch alles erst vorbereitet werden, hin und her, aber dann können wir danach die hier dementsprechend ausschalten, abreißen und können wir hier vorne dementsprechend in der Größe auch herrichten, wie es passt. Weil es einfach verschiedenste sein sollen und wir wissen ja, dass in Zukunft größere Flugzeuge kommen, also sollten wir uns auch auf dementsprechend auf die vorbereiten können. Habt ihr genug Gepäck dabei? Habt ihr Koffer bei Pick and Fly besorgt? Wir sind irgendwie nicht so ganz interessiert dran, habe ich das Gefühl. Sie brauchen immer noch über doppelt so viel. Oh, das war ein Paket. Passagier. Ja, die waren nah dran waren sie. Aber sie unterstützen trotzdem und ich finde, wir sind dann eine ganz gute, auf einem ganz guten Weg. Was ich noch beim Überlegen bin, wir hatten noch diese schönen Self-Check-In-Schalter, ne? Wo waren denn die? Self-Check-In. Können nicht ohne Gepäckabgabe in der Nähe platziert werden. Also muss ich eine Gepäckabgabe in der Nähe platzieren? Dann muss ich die dementsprechend nach unten leiten. Das wird lustig. So, und dann brauchen wir hier die Self-Check-In-Schalter wieder. Jetzt muss ich überlegen, wie ich das am schlauesten mache. So, dann schauen wir nach unten. Okay, der eine hat es gut. Der trifft direkt die Sehne sozusagen. Du musst hier so lang. Und dann hat sich das Problem relativ flott gelöst. Dann wieder nach oben. Du kriegst als Ziel direkt hier unten, dann können sie es nicht selber machen. Dann aktivieren wir mal das Ganze hier. Jetzt hat es Bims gemacht und ich kann die Dinger hier nicht anklicken. Aber die sind wahrscheinlich alle auch hochgefahren jetzt einfach. Tun wir das jetzt hier auch noch weg. Und dann können sie nicht da auch ihre Sachen noch abgeben. Das ist natürlich perfekt. Wie schaut es hier aus? Oh, schau dir den an. 61 Verkäufe bereits. Und es ist 8 Uhr in der Früh. Respekt. Respekt. Ach, jetzt sind schon die ersten Termine angesagt. Ich
So, ich kann hier kein Terminal bauen. Aber ich kann hier Terminal bauen. Ich könnte jetzt hier ein Terminal bauen. Kostet 60.000. Muss ich hier hinten den Terminal abreißen, dass ich bis da drüber komme? Wenn ich das Terminal jetzt hier ein bisschen abreiße. Ist ja wurscht. Ich muss es ja jetzt probieren. Ich muss ja rein theoretisch schauen, dass ich von hier nach da vorne komme. Die Breite reicht ja rein theoretisch auch. Das ist ja... Keiner hat gesagt, dass wir so riesig bauen müssen. Huch. Wollte gerade sagen, Moment mal, so wollte ich das aber nicht. Gut. Jetzt bis da drüben bauen. ...190.000 kostet das. Heidewitzka. Also erstmal machen wir die Mauer zu, weil ansonsten haben wir ein bisschen viel Frischluft. Das wollen die Leute hier nicht. Dann müssen wir darauf halt sparen. Aber wir wissen, es funktioniert. Und wir kriegen das bestimmt auch hin. Da muss ich bis zum nächsten Mal darauf sparen. Aber wir können hier ansetzen und rüberziehen. Dann können wir hier nicht auch die Fußwege und alles lassen. Und wir sind da gut dran. Weil wir wollen natürlich das Terminal vergrößern und mehr Nutzen noch von uns, ne? Und das geht natürlich nur so. Und hier oben hätte ich natürlich auch noch Snackbars und alles Mögliche. Aber als allererstes müssen wir definieren, wo. Also als erstes würde ich mal wieder mich um die Toilette kümmern. Aber dann nehme ich mein gutes, altes, bewährtes System. Ich tue den Kopiermodus hier wieder aktivieren und das hier kopieren. Ach, das funktioniert nicht. Oh, kann ich hier nicht irgendwie mit Bild... Ach, schau, mit Bild ab und Bild runter. Das wird mir wahrscheinlich einen Arsch retten. Zack. Bild auf. Ja, perfekt. Und ich würde sogar sagen, dass wir zwei platzieren. Einmal eins hier. Und einmal eins hier. Gut, jetzt haben wir die Grundpositionen bekommen. Als nächstes erstmal gleich den Boden verlegen in beiden. Die erste Grundlage immer erst Boden verlegen. Und dann um die Toiletten drin kümmern. So, als nächstes die Toilettos. Das ist die eine Toilette, das ist die andere Toilette. Dasselbe hier. Das ist die eine Toilette, das ist die andere Toilette. Nein, oh. Jetzt hat den Raum verschissen. Super. Das ist die andere Toilette. So. Wir brauchen natürlich auch im Terminal drin noch die dementsprechenden Toiletten. Sonst geht es schief. Bild auf. So, die Toiletten sind vorbereitet. Und was ich jetzt auch noch gerne machen würde, weil die Leute wollen natürlich hier nicht gehen, das ist klar. Diese weiten Strecken sind nichts für normale Leute. Deswegen gibt es ja diese schönen großen Bänder hier. Ich würde so sagen, die in der Mitte sind gefickt, aber... sind sie halt nun mal, ne? Oder wir nehmen, wie weit geht denn das Mittelgroße? Auch ein bisschen weiter. Die Dinge sind auch schweineteuer. Und das meine ich, jetzt geht das Geld runter und ich weiß nicht wieso. Ich nehme die langen jetzt hier. Und die soll zwischen den zwei Terminals hier und hier verbinden.
So. Also langsam wird es mit dem Geld echt ein bisschen happig. Ich sag's mal so, wie es ist, aber wird hier irgendwo gerade getankt? Wird hier irgendwo nachgefüllt? Ja, jetzt schaut wieder positiv aus. Jetzt bauen sich die Dinger hin. Aber okay, ich baue auch gerade halt wieder viel, ne? Das ist jetzt alles wieder wahrscheinlich, sobald ich wieder Ruhe gebe, wird das alles wieder besser laufen. So, das waren die Damentoilette, die eröffnen wir gleich mal. Dann die Herrentoilette eröffnen. Dasselbe können wir hier machen. Die Damentoilette, die wird zwar noch gebaut, aber wir öffnen sie schon mal. Ja, nutzbar sind sie schon. Bin ich mal gespannt, wann hier die ersten alles gebaut wird. Und wie frequentiert das benutzt wird. Den taugt es gerade gar nicht, aber wir haben ja zum Glück. Kann ich für ein Boarding keine Warteschlange machen? Flugfeld, Packposition erneut verbinden. Mehr kann ich gar nicht machen, okay. Und schon sind wir jetzt zack im Positiven. Landet der Nächste. Startet der Nächste. Landet der Nächste. Startet der Nächste. Plus 20. Plus 22 allein in der Runde. Holy shit. Okay, das ist echt heftig gewesen gerade. Die Leute benutzen das. Und jetzt schauen wir mal, wie das jetzt angenutzt wird. Ich bin gespannt. Ob sich die Investition gelohnt hat am Ende. Aktuell laufen sie noch außen rum. Aber irgendein paar wird ja wahrscheinlich dann von unten mal kommen und sagen, okay, weißt du was? Ich hab Bock drauf. Ich hab die jetzt hoffentlich nicht umsonst ausgegeben. Alter, wir sind fast wieder bei 100.000. How? Bis jetzt benutzt es keiner. Warum? Ich hab die extra gebaut, Leute. Okay, weil was jetzt beschissen ist, die müssen hier außen rumlaufen, um zu den Toiletten zu kommen. Das ist vielleicht. Oh, da hat er die ersten. Schum beim Terminal. Zack, die nächsten. Es ist und bleibt einfach der übelste Geschwindigkeitsboost. Also ich denke schon, dass es am Ende noch heftiger verwendet wird. Ich würde gerne fürs erste Mal euch hier auch kopieren. Wirklich gerade geht's nicht. Dann platzieren wir die so. Wir brauchen nur ein paar mehr Sitzplätze, wie es scheint aktuell. Und jetzt tun wir mal ein bisschen noch Boden verlegen. Aufzugbereich, der Treppenbereich genauso. So ein bisschen herrichten, dann wird es schon was. Wie die Kuh da zittert. Ich will da rein, ich will da hin, ich will da hin. Ja, nee, kommst du nicht. Ich mache jetzt hier einfach mal ein bisschen langsam, ordentlich und mit dem Stück für Stück. Wenn wir das erweitern und bauen, dann wird es immer schicker und sauberer. Ein richtig ordentlicher Raum. Wird halt alles noch ein bisschen down, aber dann wird es schon. Dann wird das schon. Was der Unterschied halt zu den kleinen Flugzeugen ist, was man extrem merkt, ist diese Zeit. Warum steht hier fast kein Flugzeug? Wir haben hier voll die großen Gaps. Schaut euch das mal an. Flying Pinguin liebt uns und genauso wie Bermudas, aber die anderen ja, sind nicht wirklich gut auf uns zu sprechen aktuell, wie scheint.
Von den Greenways haben wir eigentlich was. Ich würde gerne den Vertrag mit Greenways mal auflösen hier. Abgeschlossene Verträge. Wo ist hier Greenways? Ja, ich wollte. Okay, er kann nicht gestrandet werden. Muss ich noch gucken, welche Airline habe ich gerade nicht auf dem Flugfeld? Nordic Jumpers kommt nachher wieder. Diese Doppelwelle war das jetzt. Verträge Doppelwelle. Sind das die hier? Lass mich nochmal kurz gucken. Von was bist du? Von. Welche Fluggesellschaft ist das? Trinity, okay. Doch, Trinity. Lage schon richtig. Trinity. Ich will den Vertrag stornieren mit euch. Dankeschön. Dann können wir hier einen neuen nehmen, der vielleicht besser zu uns passt. Was haben wir denn hier so? Wir brauchen nicht unbedingt die heftigsten. Was wäre mit... Hat halt große Flugzeuge. Große Flugzeuge können wir noch nicht bedienen. Wir können kleine und mittlere bedienen. Große kommen noch. Ah ne, das ist wieder was anderes. Das ist Banklohn. Mittelgroße und große. Machen wir doch mit Goosewing erstmal einen Vertrag noch. Schauen wir mal, wie die auf uns anspringen. Ich glaube, das kriegt mein Vertragspartner schon hin. Was haben die? Spaß. Wollen einkaufen, wenn sie sich langweilen. Einkaufen wollt? Ihr wollt shoppen gehen hier? Kein Problem, dann bauen wir ein Shopping Center. Wir bauen jetzt einfach mal schnell hier einen Geschäftsraum. Was haltet ihr von 320 Quadratmeter großes Geschäft? Braucht ihr denn sowas Großes überhaupt? Mit 320 sind die vollkommen überfordert. Größte ist 180. Also am besten das Ding verkleinern. Maximal 200. Machen wir 2 200er fürs erste Mal, würde ich sagen. Ein 200er Geschäftsraum hier. Und halt 108. Und eine hier mit 108. Was ist denn nicht? Was ist jetzt passiert? Was zur Hölle ist jetzt passiert? Wie konnte das passieren? Wo kam dieser Riesenhaufen her? Die anderen Ausnahmen waren alle Bau wahrscheinlich groß, sonst Kreditrückzahlungen? Ich zahle noch Kredit? Ich zahle noch einen Kredit? Ich zahle keinen Kredit. Wo kommt denn jetzt das Minus auf einmal her? Ich habe das nicht mal mitbekommen.
So absolut nie. Wo kam das Minus auf einmal her? Ich hab gedacht, das geht aktuell so alles soweit gut. Das Minus hat mir jetzt gerade richtig den Tag versaut. Ich wollte mit euch noch zwei richtig geile Geschäftsräume bauen. Aber dann müssen wir die wohl fürs Erste canceln. Und die kriegen hier oben nicht Shops rein. Nur die Eltern nehmen Shops und noch jeweils einen Essensbereich machen. Damit die richtig Spaß haben können noch. Beziehungsweise hätten sie auch hier dazwischen packen können hier noch. Aber irgendwie hat das Spiel gemeint, nö. Ich weiß auch nicht, woher jetzt war das, weil ich Vertrag gekündigt habe? War das in der Vertragskündigungsklausel verteilt? Wenn ich hier guck, gibt es hier irgendwo was, was steht, wenn Vertrag unterschrieben am Tag 2 Jahrzehnt? Das waren bestimmt Stornogebühren oder sowas. Bin mir relativ sicher, dass ich Stornogebühren gezahlt habe. Maximal verfügbar. Aha. Ja, jetzt wird es also heißen, ich muss warten, bis unser Geld wieder positiv ist. Ja, Heidewitzka, das habe ich gut geschafft. Wie schaut es mit unserem Flugplan aus? Immer noch halb leer. Bedeutet, wir brauchen eigentlich noch Verträge. Abgeschlossene Verträge. Brauchen auch noch so neue, ein paar Billigflüge einfach. Maple erst. Die haben so viel mittelgroße, ich brauche kleine. Leute, ich will kleine Flugzeuge. Kann ich hier nicht filtern? Nee. Ich will einfach nur billig mittelgroß. Das sind schon große Flugzeuge. Mittelgroß. Nur mittelgroß. Gibt's einen, der nur klein macht? Einen, der sich nur auf klein spezialisiert. Du bist ein kleiner, aber dich nehmen wir mal. Das ist auch noch ein paar kleine. Alter, wir sind noch tief ins Minus gerutscht. Wie? Alter, das ist gar nicht gut. Wenn wir nicht ein gutes Plus machen in nächster Zeit, wird es uns richtig in den Arsch beißen. Aber eigentlich sollte das ja funktionieren. Eigentlich sollten wir richtig gut Kohle machen können in der nächsten Zeit. Plus schon wieder 2000. Jetzt sollte doch langsam hier was Positives rauskommen. Der macht Pushback. Da schon wieder 8000 plus eigentlich insgesamt. Und der sollte allein wieder 6000 bringen, nur für das Zurückpushen hier. Die Pushback-Kosten, alles, das ist ja alles schon fast gedeckt. Das ist ja nichts Schlimmes mehr. Da ist er schon wieder positiv. Wir sollten relativ positiv eigentlich hier rauskommen. Ich bin gerade irgendwie sehr, sehr baff. Seid ihr fertig oder was wartet ihr noch? Gepäckverladung läuft. Da ist nichts drauf. Steht ihr hier, weil irgendwas faul ist oder? Habe ich irgendwas verpasst? Catering ist abgeschlossen. Boarding ist abgeschlossen. Die warten nur auf Pushback. Ich tue die mal abbrechen. Ich glaube, hier ist ein Fehler. Pushback anfordern. Schickt ihn raus. Da bringen wir natürlich kein Geld, aber ja, was soll ich machen? Da steht, das ist ein Platz, der unbenutzt ist. Das ist ganz ungut. 6000 hier wieder für. Ich kriege allein für die Start- und Landegebühren ordentlich Geld rein. Das darf man ja auch nicht überlegen. Schon wieder 1500. Was heißt das jetzt? Signalstörung, Notfall. Auf dem Bahnhofsgleis. Was heißt das jetzt? Bist du defekt von der städtischen Objekte? Boah, das heißt, ich habe keinen Zugang mehr dazu. Das ist super. Die sind ja grandios.
Aber Leute, ich würde sagen, ich versuche bis zum nächsten Mal wieder die Zeit vorlaufen zu lassen, dass dieses Minus, was ich eventuell durch Vertragsbruch begangen habe, zu bereinigen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.